Guten Abend, sehr geehrter Herr Thomas Brodel und sehr geehrter Freund. Ich bin sehr froh, dass ich heute Abend diese Gelegenheit habe, mit Ihnen dieses Gespräch zu führen, ein Gespräch über Ihren Weg zur Orthodoxie. Und ehrlich gesagt, das war immer für mich ein sehr interessantes Thema. Weil natürlich, ich als Rumäne kann ich diese Frage stellen. Warum würde ein Deutscher eine solche Wahl machen, um sich zur Orthodoxie zu konvertieren? Das ist sehr interessant für jemanden, der in Rumänien geboren wurde. Rumänien, ein sehr orthodoxes Land mit einer reichen Tradition in der orthodoxen Kirche. Und natürlich, hier in Rumänien orthodox zu sein, ist es nicht so exotisch oder zu interessant. Wir sind sehr gewöhnlich mit diesem orthodoxen Gefühl, wenn ich so sagen kann. Ja. Aber wenn wir diese Realität, diese spirituelle Realität in einem anderen Land finden, entdecken, natürlich können wir uns fragen, warum diese Situation, warum eine solche spirituelle Realität, die in einem Land wie Deutschland gefunden werden kann. Also, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir erzählen könnten, wie haben Sie eigentlich die Orthodoxie entdeckt? Sagen Sie mir bitte etwas über Ihre spirituelle Erfahrung und was genau sollen wir als Orthodoxen von Ihnen lernen? Also, die erste meine Frage für Sie wäre die folgende. Wann und wie eigentlich haben Sie die orthodoxe Spiritualität entdeckt? Das ist tatsächlich schwer zu sagen. Es ist ein langer Prozess, den meine ganze Familie durchlaufen hat. Mein Vater hat schon vor vielen Jahrzehnten ein serbisch-orthodoxes Kloster bei uns in der Nähe kennengelernt. Das war damals der Bischofssitz der serbischen Kirche in Deutschland. Und er hat schon immer wie soll ich sagen, einen Hang zur Orthodoxie gehabt, zu der Art, wie Gottesdienste gehalten werden, zu Ikonen. Und das war der eine Baustein, glaube ich, der uns in die orthodoxe Kirche gebracht hat. Und der andere Baustein ist ja der vielleicht die christliche Erziehung, die wir als Kinder hatten. Wir sind aufgewachsen in einer evangelischen Gemeinde, allerdings in einer sehr konservativen evangelischen Gemeinde, die im Prinzip dem Katholizismus sehr, sehr nahe gekommen ist. Und wir waren eingebunden in den Chor, in Jugendarbeit. Das hat uns, glaube ich, als Kinder sehr geprägt und eben diesen Weg in der Kirche schon so ein bisschen vorgegeben. Und Entschuldigung, mein Sohn kommt gerade rein. Kein Problem. Entschuldigung. Kein Problem. Diese zwei Bausteine sozusagen haben uns geprägt und wir sind ja sozusagen als Kinder schon sehr, sehr christlich aufgewachsen und haben uns dann irgendwann in unserer Jugendzeit oder jungen Erwachsenenzeit gefragt, wo unser Weg lang geht. Und weil wir schon Verbindungen zur orthodoxen Kirche hatten, so ein bisschen auch über die serbische Gemeinde damals in Hannover, mit einem Priester, der sehr offen war für die deutsche Sprache und auch für deutsche Konvertiten. Das hat so ein bisschen die Fragen für uns aufgeworfen damals, wo unser Weg lang geht. Und ja, als wir erwachsen waren und fertig mit der Schule, stand tatsächlich die Entscheidung an, wo wir zum Studium hingehen und damit auch die Frage, welche Möglichkeiten wir kirchlich haben. Und dann hat es sich so ergeben, dass ich nach Mainz gegangen bin zum Studium. Und in Mainz gab es eine deutschsprachige orthodoxe Gemeinde unter dem Moskauer Patriarchat. Und dieser Gemeinde habe ich mich angeschlossen. Zufälligerweise hat mein Bruder auch in Mainz studiert und wir waren dann zu zweit dort. Und in dieser Gemeinde sind wir 14 Jahre, glaube ich, gewesen und haben an sehr vielen Gemeindesachen teilgenommen. Wir haben im Chor gesungen. Ich habe mehrere Jahre den Chor damals auch geleitet. Wir haben die liturgische Vorbereitung gemacht. Wir haben Texte zum Teil übersetzt für die Gottesdienste, weil
Es ist tatsächlich schwer, nach wie vor schwer in Deutschland an die liturgischen Texte der Gottesdienste zu kommen. Also die grundlegenden Texte sind alle da, aber wenn man beispielsweise für ein Hochfest die Gottesdienste vollständig halten möchte, ist es schwer, diese Texte auf Deutsch zu bekommen. Und da waren wir viele Jahre eingebunden in diese Gemeinde und haben parallel auch andere Gemeinden besucht und auch andere Priester kennengelernt, die uns auch mitgeprägt haben. Unter anderem auch ein deutscher Priester der griechischen Kirche. Mit dem haben wir Pilgerfahrten nach Griechenland gemacht und wir haben auch in Frankfurt am Main alle 4 Wochen, wenn ich mich richtig erinnere, eine deutschsprachige Liturgie mit ja, der byzantinischen Kirchenmusik gesungen. Und so sind wir sozusagen auf vielen kleinen Wegen so den großen Weg irgendwie in die Orthodoxie gelaufen. Und dann stand natürlich relativ früh auch die Frage an, wenn wir zur orthodoxen Kirche konvertieren, wie geht das mit Taufe oder wie werden wir aufgenommen? Und wir haben dann in einer serbischen Skite darum gebeten, in die Kirche aufgenommen zu werden. Und dann hat es nochmal, ich glaube, fast 4 Jahre gedauert, bis wir getauft wurden. Der Abt lässt sich viel Zeit mit solchen Dingen und überlegt sehr genau, ob diese Sachen nun dran sind. Und ja, dann sind wir 2007, mein Bruder und ich, mein älterer Bruder, getauft worden. Und parallel dazu ist meine ganze Familie orthodox geworden. Mein Vater schon weit vor uns, meine Mutter und meine kleineren Brüder, ich glaube, 1 oder 1,5 Jahre vor uns. Und so sind wir alle unseren Weg gegangen und alle am Ende in der orthodoxen Kirche gelandet. Und gleichzeitig dazu ist auch die gesamte Familie meines Onkels orthodox geworden. Also das war irgendwie etwas, was jeder für sich so ein bisschen selber entschieden hat, aber weil die Familie da mit hinterstand, war der Weg, glaube ich, für uns doch etwas einfacher. Soweit ich verstehen kann, Ihre ganze Familie ist eigentlich orthodox geworden. Das ist ein sehr wichtiger Schritt für eine deutsche Familie sozusagen. Soweit ich weiß, gibt es in Deutschland eine sehr starke katholische Mehrheit und auch eine sehr bedeutende protestantische Gemeinschaft, besonders lutherische Gemeinschaft. Also es ist nicht so einfach, nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen, sich zur Orthodoxie zu konvertieren. Aber auf der anderen Seite können Sie über eine bestimmte Veränderung in Ihrem Leben besprechen. Nachdem Sie diesen Schritt gemacht haben, also nachdem Sie sich zur Orthodoxie konvertiert haben, haben Sie eine bestimmte starke spirituelle Veränderung in Ihrem Leben gefühlt? Das würde ich schon so sagen. Ich kann nicht genau definieren, oder ich kann nicht genau erklären, wie das in mir aussieht, sozusagen. Das Christentum, das wir vorher kennengelernt haben, war für mich eher ein Befolgen von Riten und eine Gemeinschaft, Freunde und Familie und die Gemeinde an sich, die dahinter stand. Das war der Vordergrund. Dass wir zum Beispiel auch schöne Gottesdienste gehalten haben, liturgisch ausgeschmückte Gottesdienste. Das war für uns als Kinder und als Jugendliche wichtig und das hat uns auch ja, so ein bisschen beeindruckt manchmal tatsächlich. Und in der orthodoxen Kirche hat sich dieser Fokus verschoben. Also wir haben leider, muss ich für mich sprechen, der heilige Serafim Rose hat da viel darüber gesprochen, diese Krankheit der Konvertiten mitgenommen, dass man konvertiert und plötzlich alles ganz genau machen möchte und alles besser weiß als diejenigen, die schon lange orthodox sind und so ein bisschen versucht, es sehr, sehr genau zu machen. Und da haben uns oder mir vor allem die griechische Kirche geholfen. Ich habe auch 1,5 Jahre lang eine griechische Gemeinde besucht und kennenzulernen, wie verschiedene Menschen aus verschiedenen Kulturen in der orthodoxen Kirche leben und auch ihre Gottesdienste feiern. Das hat mich so ein bisschen, wie soll ich sagen, zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht. Also so ein bisschen weg von diesem abgehobenen, ich bin konvertiert und ich weiß jetzt, wie es richtig geht, eben diese Krankheit vieler Konvertiten, zu, ja,
wie soll ich sagen, der Ausrichtung eher auf die Kirche und ja, so ein bisschen auf das Gebetsleben und bei mir auch auf die Frage, wie man Orthodoxie in der Familie leben kann und auch wie man als Orthodoxer hier im Westen überhaupt zurechtkommt und was da wichtig ist und wo es vielleicht auch große Schwierigkeiten gibt. Da Sie orthodox geworden sind, wie würden Sie als Deutscher die Orthodoxie als Lebensstil definieren? Warum stelle ich Ihnen diese Frage? Ich habe manchmal gehört, dass orthodox zu sein und auf eine orthodoxe Weise zu leben, ist es ganz unmöglich. Und ich denke zum Beispiel, eine Behauptung, die ein großer Philosoph Soren Kierkegaard gemacht hatte. Christlich zu sein, ist es etwas sehr Notwendiges. Aber orthodox wirklich zu sein, ist es ganz unmöglich. Also, wie können wir auf diese Weise die Orthodoxie verstehen und auch die orthodoxe Spiritualität als Lebensstil definieren? Ist es möglich und kann, oder besser gesagt, kann es möglich werden während der Zeit, um gewöhnlich mit Orthodoxie zu werden? Ist es für Sie ziemlich einfach, als Orthodoxer zu leben und auf eine orthodoxe Weise Ihr Leben aufzubauen? Können Sie so etwas machen? Das ist schwer zu beantworten. Auf der einen Seite würde ich sagen, es ist möglich, hier im Westen auch in einem ja fast, das klingt ein bisschen hart, aber fast nicht mehr christlichen Land oder einer nicht mehr christlichen Gesellschaft orthodox zu leben. Es geht. Natürlich hat man Konflikte hier und da und es ist auch schwer mit oder in einer Gesellschaft zu leben, die Orthodoxie nicht kennt. Wenn man hier in Deutschland einen Deutschen anspricht auf die orthodoxe Kirche, dann wissen die meisten gar nicht, was das ist. Die haben davon vielleicht mal gehört oder waren in Griechenland im Urlaub und haben das mal gesehen. Aber was das wirklich ist, das wissen viele nicht. Und das führt manchmal zu Schwierigkeiten bei ganz einfachen Sachen. Aber ich glaube, wenn man orthodox leben möchte, dann kann man das tun. Man muss das ja nicht unbedingt in die Gesellschaft tragen oder nach außen tragen. Das ist ja nun jedem selbst überlassen, wie er das möchte, aber man kann für sich orthodox leben. Vielleicht muss man ab und zu Abstriche machen. Also wenn man sehr, sehr streng orthodox leben möchte und zum Beispiel das Fasten einhält, dann kann es natürlich passieren, dass man zu einem Geburtstag eingeladen wird und man geht dahin und es ist ein strenger Fastentag beispielsweise. Dann muss man immer abwägen. Ist es nun wichtiger, dass ich hier faste und vielleicht damit negativ auffalle? Oder feiert hier jemand seinen Geburtstag und hat mich dazu eingeladen und dann ja, entspreche ich sozusagen diesem Geburtstag? Ich glaube aber, dass das auch Orthodoxie ist. Also aus meiner Sicht geht es nicht vorwiegend darum, diese ganzen Regeln sozusagen einzuhalten, sondern immer zu schauen, was für den Menschen sinnvoll ist, was ich als Beispiel sozusagen geben kann in der Gesellschaft. Und ich habe oft gesehen bei Konvertiten und auch bei mir selber, dass wir negative Beispiele geben, weil wir zu sehr an Regeln festhalten und zu wenig die Orthodoxie verstanden und gelebt haben tatsächlich. Seit ich konvertiert bin, ist das hoffentlich besser geworden, aber ich trage diesen Teil auch, glaube ich, bis zum Ende meines Lebens mit, weil wir eben nicht in der orthodoxen Kirche aufgewachsen sind und diese Tradition und auch die Sprachen nicht kennengelernt haben, auch die Kultur, die in den Ländern dahinter steckt, nicht. Und das sind alles große Hürden, die man erstmal nehmen muss oder auf die man sich einlassen muss. Und trotzdem glaube ich, dass man in jedem Land, aus jeder Nationalität heraus orthodox werden kann und auch orthodox leben kann. Ja, ich bin mit Ihnen ganz einverstanden und leider gibt es diese Tendenz, den orthodoxen Glauben mit der Nationalidentität zu verwechseln und das ist eine große Schade. Wir müssen überhaupt nicht auf diesen Weg
weitergehen und wir müssen für immer verstehen, dass die Orthodoxie ein universeller Glauben ist und wir müssen das annehmen. Und natürlich, es ist sehr notwendig, dass wir in der orthodoxen Kirche eine universelle Tradition zu haben. Eine universelle Tradition, was bedeutet das? Genau, was Sie früher gesagt haben. Wir müssen in der orthodoxen Kirche eine starke Verbindung finden. Wir brauchen diese starke Verbindung, ein gutes Verständnis miteinander zu haben und natürlich ein Zusammenleben, ein ideales Zusammenleben, weil die Orthodoxie nicht nur die Liebe bedeutet, aber auch das ideale Zusammenleben, weil wir von Gott erschaffen sind, sozusagen in einer Universalität in dieser Welt. Das ist meine Ja. persönliche Meinung und das habe ich immer geglaubt. Auf der anderen Seite, sehr geehrter Freund, ja, ich habe Ihre spirituelle Erfahrung verstanden und Ihre spirituelle Erfahrung ist 100% beeindruckend. Ich bin von Ihnen sehr beeindruckt und Sie sind ein Beispiel für uns, ein Beispiel für die anderen Personen, die die Orthodoxie besser verstehen wollen. Meine folgende Frage für Sie, meine nächste Frage für Sie ist die folgende. Was bedeutet für Sie eigentlich, ein Vertreter der Orthodoxie in Deutschland zu sein? Ich betrachte Ihnen als ein großer und wichtiger Vertreter der Orthodoxie und deshalb stelle ich Ihnen diese Frage. Wie fühlen Sie sich als Deutscher, die sich zur Orthodoxie konvertiert hat? Ist es etwas Besonderes für Sie? Haben Sie ein bestimmtes Gefühl, so etwas in Deutschland zu sein, in der deutschen Gesellschaft zu sein? Also, dass man in gewisser Weise anders ist, das mag so sein. Aber ich glaube, jemand, der sich berufen fühlt, sein Orthodoxsein an die Öffentlichkeit zu tragen, der mag das auf seine Art und Weise machen. Das war aber tatsächlich nie in meinem Fokus. Für mich war es wichtiger, über die Orthodoxie zu informieren und nicht anhand einer Person oder an meiner Person vielleicht das Ganze festzumachen, sondern das neutral zu lassen. Ich finde das wichtig, weil ich war frisch konvertiert und ich bin auch jetzt nach 20 Jahren, in denen ich mich in der orthodoxen Kirche bewege, immer noch nicht so weit, dass ich sagen würde, ich traue mich tatsächlich an die Öffentlichkeit, um eine fundierte, vielleicht auf Erfahrung beruhende Stellungnahme zur Orthodoxie abgeben zu können. Ich kann nur über das erzählen, sozusagen, was ich erlebt habe und was bei mir passiert ist. Deswegen stellt sich diese Frage, ob ich in der Gesellschaft anders bin, für mich eigentlich nicht. Ich lebe die orthodoxe Kirche für mich. Und vielleicht ergeben sich mal Gespräche mit anderen darüber, vielleicht fragt mal jemand nach. Aber es ist nicht so, dass ich mich berufen fühle, in der Öffentlichkeit aufzutreten und zu sagen, guckt mal, das hier ist die Orthodoxie, also eine Art Mission sozusagen. Das ist ein bisschen schwierig, weil Mission aus meiner Sicht, vielleicht ist das auch mein persönliches Problem, so ein bisschen negativ belegt ist. Das klingt so ein bisschen nach, ja, nach einer Aufforderung, dass Menschen bitte zur Orthodoxie kommen sollen. Aber ich glaube, dass der Weg ein persönlicher ist und dass Mission in dieser Sache nicht funktioniert, sondern das Leben der Orthodoxie ist Mission genug. Und wenn das klappt und wenn man da vertraut, dann kann es durchaus sein, dass im Umfeld der ein oder andere mal nachfragt oder ja, dass man eben auf diese Art und Weise in der Gesellschaft vielleicht auffällt oder eben auch nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich mit Ihnen ein Gespräch führe. Das wurde auch vor ein paar Jahren gemacht. Das heißt am Ende des Jahres 2018. Wir haben dann für das erste Mal über Ihren Weg zur Orthodoxie gesprochen und Ihr Interview wurde auch auf Italienisch übersetzt, weil ich eine solche Zusammenarbeit mit mit einer orthodoxen italienischen Webseite habe und Ihre ganze
spirituelle Erfahrung wurde sehr, sehr geschätzt und viele Orthodoxen aus Italien zum Beispiel fragten mich, aber wie war es so etwas möglich, bei einem Deutschen sich zur Orthodoxie zu konvertieren? Und ich habe sozusagen eine einfache Antwort gegeben. Die Orthodoxie ist eine universelle Spiritualität. Wenn die Orthodoxie die Wahrheit bedeutet, wenn in der orthodoxen Kirche die ganze Wahrheit gefunden werden kann, also warum sollen wir eine solche Frage stellen? Das ist keine normale Frage. Es ist sehr sozusagen, es ist sehr logisch für jemanden orthodox zu werden, weil die Orthodoxie eine persönliche Wahl ist. Ja, in diesem Moment, ich kann mit Ihnen eine persönliche Erfahrung teilen. Als ich jünger war, jetzt bin ich 36 Jahre alt, ich bin Philosophielehrer, sowohl an der Universität als auch in einer Oberschule. Und als ich jünger, natürlich, ich wurde in der orthodoxen Kirche getauft. Ich hatte immer eine bestimmte Verbindung und Beziehung mit der orthodoxen Kirche, aber ich kann nicht sagen, dass mein Verhältnis zur Orthodoxie zu stark war. Und bis im Jahre 2013, 2015, verstand ich nicht so gut, nicht auf eine tiefe Weise die Orthodoxie, die Wahrheit der Orthodoxie. Ich fragte mich immer, aber warum soll ich sagen, dass die Orthodoxie die Wahrheit darstellt? Es war für mich unmöglich, so etwas zu verstehen. Und im 2014 habe ich für das erste Mal ein Buch, das von Jean-Claude Larcher geschrieben wurde, über die inneren spirituellen Krankheiten. Und es war sehr interessant für mich, einen wichtigen französischen Theologen zu entdecken, ein französischer Denker, der sich zur Orthodoxie konvertiert hat. Und an jenem Moment habe ich angefangen, mich zu fragen, warum soll ich anfangen, auch in der Orthodoxie die Wahrheit nachzusuchen? Natürlich, es war ein langer Weg für mich und danach habe ich in 2017 ein sehr wichtiges Buch von Interviews mit verschiedenen Denkern aus der westlichen Gesellschaft, die sich zur Orthodoxie konvertiert haben. Und natürlich kann ich sagen, dass ich auch als Orthodoxer, als Rumäne mich zur Orthodoxie konvertiert habe. Weil ich nicht auf einmal die Orthodoxie, nicht, ich weiß nicht, wie zu sagen, nicht am Ende meines Lebens die Orthodoxie, die richtige Orthodoxie verstanden habe. Ich brauchte einige Gespräche mit anderen Personen aus anderen Ländern. Ich brauchte diese Gespräche, sodass ich besser und auf eine tiefere Weise die Orthodoxie verstehen zu können. Das ist die Wahrheit meines Lebens. Also, ich auch als Rumäne, eigentlich, ich bin ein Konvertit zur Orthodoxie. Das ist meine persönliche Wahrheit. Ich Ja. weiß sehr gut, sehr geehrter Freund, dass die georgische Orthodoxie in ihrem Leben eine sehr wichtige und bedeutende Rolle gespielt hat. Ist es wahr? Wenn so, sagen Sie mir bitte, sprechen Sie mir bitte ein wenig mehr über Ihre Verbindung, Ihr Verhältnis zur georgischen Orthodoxie. Was bedeutet sozusagen diese interessante orthodoxe Spiritualität, diese exotische, weil natürlich Georgien als Raum, als kultureller Raum etwas sehr Interessantes bedeutet. Und ich kann mich diese Frage stellen, warum ein Deutscher hätte eine solche Verbindung mit einer so entfernten Orthodoxie haben. Naja, da ist die Antwort ziemlich einfach. Ich habe eine georgische Frau geheiratet. Und darüber hat sich natürlich dadurch, dass wir Georgien besucht haben, auch irgendwie der Kontakt mit der georgischen Kirche ergeben. Und was mich persönlich besonders beeindruckt hat bei der georgischen Kirche ist,
Da habe ich leider einen Hang zu, das ist die Kirchenmusik. Und wir haben versucht, einige Teile davon zu übernehmen. Und wir haben damals in der Gemeinde in Mainz auch viele Georgier gehabt. Und es war möglich, im Chor auch georgische Stücke zu singen. Und ja, dadurch ist dieser Kontakt zur georgischen orthodoxen Kirche irgendwie immer bestehen geblieben. Und bis heute höre ich das sehr gern. Ich habe gerade vorhin eine Ektenie aus der heutigen Liturgie mit dem Patriarchen gehört. Das ist beeindruckend für mich, das zu hören, was die machen, weil diese Musik ganz anders ist als das, was man aus dem Westen kennt. Und das hat irgendwie noch ein etwas, ja, wie soll ich sagen, ja, mystischeren Charakter als die Kirchenmusik, auch in der orthodoxen Kirche hier im Westen. Und aus diesem, ja, georgischen Freundeskreis, da bestehen heute immer noch viele Kontakte, hat sich so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein kleiner Hang auch zur georgischen, Kirche ergeben. Und ein befreundeter, mittlerweile Priester hier in Deutschland, ein Deutscher, gehört auch zur georgischen Kirche, ist der erste Priester als Deutscher überhaupt in der georgischen Kirche. Und auch solche Wege sind machbar. Und ich bin immer froh, dass wir ab und zu diese Kontakte halten können und so ein bisschen, ja, über das hinausschauen können, was wir so als Familie oder auch bei uns in der Gemeinde machen können. Und das macht mir auch sehr viel Spaß. Also so ein bisschen öffnet das den Horizont und ja, man ist nicht so auf sich fixiert, sondern hat ein bisschen Austausch und das tut oft ganz gut. Jetzt habe ich eine sehr kurze Frage für Sie, aber gleichzeitig eine solche Frage ist vielleicht ziemlich schwierig und eine Antwort zu geben könnte vielleicht unmöglich sein. Aber ich will Ihnen diese Frage stellen, weil ich so oft diese persönliche Meinung gehört habe. Eine Tiefe der Orthodoxie oder eine Tiefe in der orthodoxen Spiritualität zu finden, ist es überhaupt nicht möglich, weil die Orthodoxie nicht 100%, nicht richtig und 100% verstanden werden kann. Ich weiß nicht, wenn es so ist, wenn es so ist, ich kann überhaupt nicht darauf kommen, aber natürlich, ich kann sagen, dass dass ich diese spirituelle Übung täglich mache, um besser die Tiefe der Orthodoxie zu verstehen. Warum sage ich das? Ich will nicht der Sklave der Unwissenheit sein. Ich will immer engagiert in einer Tiefe des Lebens sozusagen sein und ich mache alle Anstrengungen aus dieser Sicht, um besser das Ziel des Lebens zu verstehen oder die Wahrheit zu verstehen, wie kann ich in einer reichen Wahrheit leben und so weiter. Natürlich, so etwas zu machen, ist es sehr schwer, angesichts dessen, dass wir in einer kranken Gesellschaft leben. Aber ich weiß, dass ich kein Recht habe, um etwas über unsere Gesellschaft zu sagen. Ich habe nur das Recht, etwas Gutes für meine Gesellschaft zu machen und ein gutes Beispiel zu werden. Das ist eigentlich meine Verpflichtung und auch meine Verantwortung in der gleichen Zeit. Also sagen Sie mir bitte, wie können wir eigentlich die Tiefe der Orthodoxie entdecken und wie können wir diese Tiefe der Orthodoxie in unserem Leben integrieren? Das ist schwer zu beantworten. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man einen Priester hat, der einen ein bisschen anleiten kann. In der Frage vielleicht, wie kann ich beten, wie kann ich intensiver beten und meine Verbindung zu Gott intensiver gestalten. Auch in der Frage, wie kann ich als orthodoxer Christ egal in welchem Land, egal in welcher Gesellschaft, gut leben. Was ist notwendig für das Seelenheil? Das ist ja die Frage, die dahinter steckt. Ich glaube, alleine schafft man das nicht. Man braucht jemanden, der Erfahrung darin hat und einen an die Hand nehmen kann, sozusagen, und zeigt, wo der Weg lang geht. Ich hatte das Glück, dass ich
in der Skite, in der ich getauft wurde, einen Beichtvater hatte, der da sehr gut drin war, Dinge anzuleiten. Und auch danach hatte ich immer wieder Priester an meiner Seite, die mir genau sagen konnten, mach das auf diese Art und Weise oder mach das auf diese Art und Weise. Und das fand ich sehr, sehr hilfreich, um ja die Orthodoxie tiefer zu verstehen und auch mich selber besser zu verstehen dabei. Und ich glaube, dass das bis zum Ende ein Weg bleibt, auf dem man immer mal wieder besser vorankommt und auch mal wieder schlechter vorankommt. Aber Übung ist da, glaube ich, wirklich auch wichtig. Und ja, man muss ein bisschen Vertrauen haben, glaube ich, dass Gott seinen Teil dazu beiträgt und dass die Beziehung zu Gott intensiver wird, wenn man sich darauf einlässt und ein bisschen weniger schaut, was möchte ich eigentlich? Also der Egoismus steht da ja immer im Weg, sondern ein bisschen mehr Vertrauen darin hat, was Gott vielleicht für einen möchte und auch ein bisschen darauf vertraut, was erfahrene Priester einem da sagen können. Ich profitiere von dieser Gelegenheit. Ich beobachte, dass Sie dahinter viele orthodoxe Ikonen haben. Leider sind wir am Ende dieses Teiles unseres Gesprächs, aber sicherlich werden wir ein anderes Gespräch führen, wenn Sie mein Angebot annehmen. Sehr gerne. Es wäre eine große Ehre für mich, mit Ihnen weitergehen. Aus dieser Sicht, es ist eine große Ehre und auch eine große spirituelle Freude, für mich mit jemandem wie Sie zu besprechen. Ich stelle Ihnen eine letzte Frage für heute Abend. Wie ich früher gesagt hatte, beobachte ich, dass Sie dahinter viele orthodoxe Ikonen haben. Es ist mir sehr unbekannt, warum. Sind Sie eigentlich orthodox geworden und was bedeutete für Sie dieser spirituelle Schritt, den Sie gemacht haben? Angesichts dessen, dass Sie eine solche spirituelle Erfahrung hatten, angesichts dessen, dass Sie eine solche spirituelle Erfahrung gehabt haben, mindestens bisher, sagen Sie mir bitte, als jemand, der sich zur Orthodoxie konvertiert hat, wie kann eigentlich die orthodoxe Ikone definiert werden? Ich liebe sehr, diese Behauptung zu machen. Die Ikone bedeutet eigentlich ein Schritt zur Ewigkeit. Durch eine Ikone können wir viel besser die Ewigkeit verstehen. Wären Sie mit meiner Behauptung einverstanden oder wären Sie vielleicht, wollten Sie eine andere Behauptung machen oder hätten Sie etwas zu hinzufügen? Ich würde dem zustimmen, dieser Aussage. In Deutschland gibt es viele Bücher über Ikonen, die den Titel tragen, Fenster zum Himmel. Dass man eben durch die Ikonen in den Himmel schauen kann, sozusagen. Und ja, Ikonen sind tatsächlich, wenn man die Festtagsikonen anschaut, das Evangelium in gemalter Form. Und die sprechen einfach andere Sinne an. Wir können die sehen, wir können die Farben wahrnehmen. Wir können uns das vielleicht bildlicher vorstellen. Es ist einfach ein anderer Zugang zu der gleichen Sache. Und ich finde Ikonen enorm wichtig. Gerade wenn es um bestimmte Heilige geht, mit denen man sich vielleicht beschäftigt hat oder deren Reliquien man verehren konnte, dann besteht da eine engere Beziehung. Und ich habe das dann ganz gerne, wenn ich eine Ikone von diesem Heiligen bekomme. Und ja, deswegen ist diese Sammlung hinter uns entstanden. Eine sehr tiefe Antwort, die Sie mir gerade gegeben haben. Es war immer für mich interessant, ein Gespräch mit einer westlichen Person, solche Gespräche zu haben, weil, wie ich Ihnen am Anfang unseres Gesprächs gesagt hatte, ist es nicht so gewöhnlich, jemanden zu treffen, der sich aus einem
katholischen Land oder protestantischen Land zur Orthodoxie konvertiert hat. Leider gibt es eine große Unwissenheit in Rumänien aus dieser Sicht. Wir sagen immer hier in Rumänien oder in Bulgarien oder in Griechenland, Länder, deren Mehrheit orthodox ist. Wir haben leider und bedauerlicherweise diese Tendenz nicht die Orthodoxie im Westen kennen. Und es kam der Moment meiner Meinung nach, an dem wir viel mehr verantwortlich sein müssen und einen Dialog mit verschiedenen orthodoxen Gemeinschaften entwickeln. Es ist sehr notwendig, persönlich für mich, das ist meine persönliche Meinung und wir haben diese Verpflichtung immer mehr bekannt, die westliche Orthodoxie in Rumänien oder in den anderen orthodoxen Ländern bekannt zu machen. Und das versuche ich, an meinem Niveau, das versuche ich fast täglich zu machen. Und deswegen wollte ich unbedingt mit Ihnen dieses Gespräch führen und ich bedanke Ihnen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie meine Interviewanfrage angenommen habe. Ich hoffe, dass Sie sich in dieser Gelegenheit sehr gut gefühlt haben und ich hoffe, dass wir auch mit anderen Gesprächen weitergehen werden. Es Sehr wäre für gerne. mich eine große Freude und ich kann Ihnen sagen, eine letzte Sache sagen. Ich kann Ihnen eine letzte Sache sagen. Das heißt, ich habe heute Abend eine sehr wichtige Lektion von Ihnen gelernt. Ich muss immer sehr geduldig sein. Sie sind sehr geduldig, ich kann das beobachten und eigentlich kann ich sagen, vielleicht irre ich mich, vielleicht habe ich kein Recht, aber das ist meine persönliche Meinung, so verstehe ich Sie. Sie haben die Orthodoxie versteht, weil Sie sehr verstanden, weil Sie sehr geduldig sind. Vielleicht ist das ein Teil auf dem Weg dahin gewesen, ja. Ja, vielen Dank noch einmal und bis nächstes Mal. Ich danke Ihnen auch herzlich. Es hat mich sehr gefreut. Danke sehr. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.